hast du jetzt auch meine Show, doch auch meine Sendezeit gestohlen. Ich weiß nicht, ob dir ein paar Gehirnzellen in der Betty Ford Klinik auf Verstecke geblieben sind. Wenn Hort keine Holz. Weil es wirklich eine negative Zeit für mich war. Aber haben die anderen auch so geweint, als sie die so fertig gemacht hat und so gemobbt hat? Gibt's Ärger. Egal was war, gibt es keine Rechtfertigung, wie diese Frau behandelt worden ist. Gott, gib uns dieses Wiedersehen. Lass mal so nicht stehen, das stimmt einfach. Du kannst doch gleich reden. Und? Hashtag Anzeige. Willkommen zum Sommerhaus-Wiedersehen, dabei ist Halloween doch eigentlich schon vorbei. Jetzt aber erst nochmal Gratulation an euch beide. Danke vielmals. Ihr seid das Promi-Paar 2020. Oh, die Teufelin persönlich moderiert. Die andere, der Preis für den ekelhaftesten Gewinnerkuss geht auch an Caro und Andreas. Wenn es nach euren Mitbewohnern gegangen wäre, wärt ihr ja schon bei der ersten Nominierung rausgefallen. Bei der zweiten, dritten und vierten. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt, aber es war von Anfang an klar, dass ihr über Leichen geht, also wirklich wow, cool. Also, das hat nichts mit über Leichen ich meine, die zu haben tun. Ja auch am Ende ihre besten Freunde irgendwie dann eliminiert. Sehr stylisch. Caro hat ihre Haarfarbe passend zu Andreas Hautton gewählt. Fragt sich also, haben Caro und Kathi Hummus den gleichen Stylisten? Tränen, Schweiß, Unterlassungserklärung. Georgina ist natürlich wieder on fire und sorgt dafür, dass wir genau das heute bekommen. Ich bin froh, dass wir so früh gegangen sind. 2,5 Tage Rausrekord. Bin ich echt glücklich, dass wir nicht mit euch einen Monat in einem Haus leben mussten. Zwischen euch war ja von Anfang an überhaupt gar keine Freundschaft. Und du schläfst auf dem Baum und solche Sachen. Das war der erste Spruch, den er auf den Lippen hatte. Was anderes konnte er nicht sagen. Der ist für mich unten durch, gleich von Anfang an. Ich bin da ins Fettnäpfchen getreten. Aber Fettnäpfchen, meine zu beleidigen, ja. Meine Herkunft, mich persönlich, mein Körper, mein Body, alles. Der hat nichts ausgesprochen. Lassen, ja. Wie in der Grundschule, es geht niveaulos weiter, auf Georgina ist einfach Verlass. Bitte aber eines nicht verwechseln, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir einen Schluckspecht und einen Spuckspecht. Du hast nicht dazu beigetragen, es zu deeskalieren. Ruby, ich weiß nicht, wie du dich jetzt hier hinstellst. Ich weiß nicht, irgendwie, ob dir ein paar Gehirnzellen in der Betty Ford Klinik irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Aber ist irgendwie hast schwer. Deine Gehirnzellen sind alle im Sommerhaus abgebrannt, aber wirklich. Die sind im Solarium oder im Sommerhaus abgebrannt. Wenige Minuten, Georgina, sind direkt unterhaltsamer als diese ganzen Mobber hier überall folgen. Gut, dass Andreas das mit der Betty Ford Klinik anspricht, denn beim Sommerhaus bedeutet das Wiedersehen, dass die Kandidaten alle nach dieser Sendung schlimmer aussehen als vor ihrer Einweisung in die Klinik. Kubi saß die ganze Zeit nur draußen, hat seine Zigaretten geraucht, wollte mit euch allen nichts zu tun haben und hat sein Ding gemacht. Und ihr kamt immer zu dem, setzt sich auf die Klobrille. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Koch mal was, mach mal dies, mach mal das. Ja, weil ihr habt nie die ganze Zeit das gehört. Warum nervst du die Leute mit deinen Aufgaben? Was soll die Scheiße? Ja, ganz einfach, weil ich keinen Bock habe, dass ich meine Frau auf eine vollgepisste Klobrille von ihm setze. Ja, wenn du zwei Tetrapack trinkst, dann bist du nämlich eine Klobrille voll. Als ob er eine Klobrille voll pisst. Das Lama und sein It-Girl. So, Leute, ich brauche mal 3-4 Valium. Es geht nämlich hier los und diejenige, die am kürzesten mit im Haus war, hat am meisten Redebedarf. Sehr gut. Guck mal diesen Mann an, bitte. Ja. Also jetzt reicht's. Mein Männlein. Männlein. Das ist einfach dumm, der Typ. Lass es einfach sein. Dumm ist der Dummes sagt. Ja, wie wär's mal mit einer Entschuldigung? Wofür? Er muss mal einen Schritt entgegen. Das war natürlich ein Glas so viel, das hätte ich lassen sollen. Dass ich mit ihm in Konflikt komme, das war abzusehen, das war ganz klar. Kubi fordert als allererstes eine Entschuldigung, wer auch sonst. Ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass uns das Wiedersehen genau das gibt, was wir brauchen. Und natürlich geht's auch ums Lama-Gate. Ich rede, du hörst zu. Aber du sagst zu mir, stopp! Hast du mir gesagt? Nein! Das ist wirklich die Königsdisziplin der Respektlosigkeit. Du hast verdient, dass die Leute das sehen. Das soll deine Mutter sehen, dass du so asozial bist. Dankeschön, gleichfalls. Jennifer, dir geht's gerade auch gar nicht so wirklich gut. Ich weiß auch gerade nicht, ich bin total emotional. Wenn du realisierst, dass du deine Werbepartner verlierst und vielleicht richtig arbeiten musst. Und wie wir Idioten einfach wirklich dachten, dass diese Spucknummer wirklich der Tiefpunkt des Sommerhauses ist. André, es tut mir wirklich leid, ja. Es kam von Denise, vor allem hier, unser Freund, der dicke Max, ja. Und du hast am Ende abbekommen, ja. Das tut mir wirklich leid. Ich will mich bei den Zuschauern entschuldigen, bei allen, ja, bei meiner Familie. Du hast es leider abbekommen, es war ein Reflex. Ich dachte, du hast mir mit Absicht in die... Gut, dass du dich jetzt entschuldigst. Ich erkenne mich selber nicht wieder. Krass, was soll man dazu sagen? Es war wirklich jemand im Haus, die Denise heißt. Aber entschuldigt, weiter bitte mit dem Tränenschmiertheater von Jenny und André. Das ist auf jeden Fall gut. Nichtsdestotrotz hat es dich jetzt sehr bewegt, Jennifer. Warum ich jetzt so emotional reagiert habe, ich glaube, es war jetzt wirklich eine... sehr, sehr emotionale und sehr negative Zeit für mich war. Ganz großes Kino.
Und ich bin einfach froh, heute hier zu sein mit dem Gedanken, dass es danach vorbei ist. Aber haben die anderen auch so geweint, als sie die so fertig gemacht habt und so gemobbt habt? Haben die dann auch geweint? Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, als es haben die so viele geweint. So emotional so fertig gemacht habt und so habt ihr die auch bis zu Tränen. War das dann auch so, dass ihr die bis zu Tränen fertig gemacht habt, oder? Also ich meine, ich habe das ja später dann auch angeschaut. Ich habe niemanden fertig gemacht. Ruhig, lass ihn machen. Was ist bei dir falsch, Alter? Keine Pointe, Jenny hat niemanden fertig gemacht. Was für wahrnehmungsverzerrende Drogen nimmt sie eigentlich? Ah, wobei, vielleicht hat sie auch einfach die Staffel aus 2019 angeguckt, weil dann würde das natürlich stimmen. Liebe Georgina, du bist nicht erst seit Kampf der Realities, das ist unsere Queen. Was für Worte, Respekt. Ein Champagner in 20 Sekunden zu exen, eine Flasche. Also das ist wirklich, das kann nicht jeder. Wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz in Zeitlupe machen, dann sieht man auch den Spuckfaden von André. Das mag ja sein, dass wir da emotional gesprochen Gesicht fällt, haben. Ja? Also das muss ich jetzt mal so ganz kurz sagen. Und es tut dem Kubilai leid, er hat sich entschuldigt, get over it, okay? Da muss man euch drüber. Ja, aber du redest jetzt immer dazwischen, ist doch in Ordnung. Und natürlich rede ich dazwischen, ist jetzt auch meine Show, ich habe auch meine Sendezeit gestohlen, indem ihr mich daraus gemobbt habt, wie nix. Also, aber, jetzt kann ich auch mal was sagen. Ich wollte heute nicht mal mit den Leuten hier in der Runde sitzen. Ich habe die ganze Zeit schon bei Instagram gesagt, ich habe keinen Bock, heute Abend zu kommen, weil ich mich keine Lust mehr habe, mit diesen falschen Menschen, denen die Tränen, jetzt kommen denen die Tränen, weil sie angespuckt wurden, kommen dem Kubilai die Tränen, weil er zehnmal, weil seine tote Mutter beleidigt wurde. Georgina wurde die Sendezeit geklaut. Das ist ja eine Straftat. Sie wollte auch gar nicht kommen, aber dann hat sie natürlich mitbekommen, dass es hier gratis Alk gibt. Sie hat also viel Sendezeit reinzuholen und sie redet tatsächlich einfach schneller als die Pharaos so durchschnittlichen Spielabbrechen. Dass ich meine Podcasts immer in zweifacher Geschwindigkeit höre, ist wirklich sowas wie ein Vorbereitungscamp für Georgina. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen, ja? Ja. Das Verhalten von Andreas war viel schlimmer. Tim hat mich am Kragen gepackt, ja, buchstäblich, ja? Das ist eine Straftat. Da machst du es dir auch so ein bisschen leicht. Nee, das stimmt nicht. Ich habe ja aus meinen Fehlern gelernt. Ich bin ja seit 3 Monaten trocken. Ich tue ja was dafür. Er hat seit 3 Monaten wirklich keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich bin aber so stolz auf ihn. Wirklich. Kannst du das eigentlich wirklich also ich nicht, aber er schon. Und was ist mein Lieblingssportart? Trinken. Lächeln. Sekunde, er ist seit Monaten trocken. Das heißt, er wurde gar nicht angespuckt. Ihr seid beide krank und ihr müsst wirklich in Behandlung. Und da kann sagt ich euch nicht mehr böse sein. Sagt der Chefarzt oder was? Bist du ein Psychologe? Omas. Mit dem roten Kopf. Im Gegensatz zu dir war ich in der Behandlung, mein Lieber. Ihr seid sowieso bestraft. Schaut euch an. Das erste Mal, dass ich mit Andreas einer Meinung bin, also wenn er zumindest über die Mobber gerade spricht. RTL fährt heute wirklich die ganz schweren Geschütze auf. Das ist cringe. Als ihr dann gegangen seid, Georgina und Kubi, da hat man ja dann so das Gefühl gehabt, jetzt kehrt vielleicht so ein bisschen Ruhe ein. Aber das war dann leider nicht der Fall. Also lag es doch nicht an uns. Ja, uns trifft keine Schuld. Ihr müsst einfach Vollgas geben, damit die beiden sich nicht safe. Punkt, aus, Ende. Du allein entscheidest, wer sofort das Haus verlassen muss. Entscheide dich jetzt. Bäh. André und Jennifer müssen das Haus sofort verlassen. Eva, wie groß war die Genugtuung, die zwei aus dem Sommerhaus zu schmeißen? War einfach nur ein Gefühl von Erleichterung, dass man einfach das Paar raus hatte, was mich die ganze Zeit versucht hat, in die Ecke zu drängen. Wie siehst du das denn, André? Hast du ihr mal eine Chance gegeben, dass sie sich vielleicht irgendwie in die Gruppe mit einbringen kann? Können wir ja vielleicht mal die anderen Paare fragen. Aber jetzt habe ich erstmal dich gefragt. Aber ich glaube, wir waren alle schon mal in einer Extremsituation, in einer emotionalen Situation. Und ich habe mich einfach, wir beide haben uns extrem unwohl gefühlt. Und dann mache ich auch keinen Hehl draus, dass ich zum Beispiel vom Tisch aufstehe und woanders esse. Tja, wie soll ich sagen, aber vom Tisch aufstehen und wirklich bis zum Erbrechen mobben, da gibt es wirklich einen ganz, ganz kleinen und feinen Unterschied. Ich glaube, der Bachelor wird auf keinen Fall mehr sympathisch. Und er bekommt ja auch noch seine Zeit, soll er haben, aber dann bitte in der Maßeinheit Jota. Umgerechnet heißt das also Null. Ich habe mich tatsächlich auch in die Ecke gedrängt gefühlt. Wie viel Selbstwertgefühl musst du haben als Frau? Sorry. Weil ich es einfach nicht mehr hören konnte, dieses Thema. Ich habe auch keine Lust, es nochmal aufzunehmen und zu wiederholen. Aber ich finde, ich bin dann in der Situation einfach nicht die richtige Person, die darauf immer wieder angesprochen wird. Weil es ist halt wirklich Zeit vergangen und ich habe keine Lust, mich darüber zu unterhalten. Dann frag doch einfach bitte deine beste Freundin und nicht immer wieder mich. Ach, und da haben wir wieder ein Paradebeispiel für die Täter-Opfer-Umkehr. Und ich habe hier einfach mal währenddessen ein bisschen Toastbrot eingeblendet, damit wir wenigstens irgendwas Intelligentes sehen. Wir haben uns auch ausgesprochen, das ist passiert. Das weiß der Zuschauer nicht. Ob es dann jetzt gezeigt wird am Ende, weiß ich auch nicht. Du schüttelst gerade den Kopf? Bei mir kam das Thema nicht auf, denn du sagst es selber, liebe Jennifer, es dreht sich hier immer alles um Eva, Eva, Eva. Und wir hatten keinen Kontakt zueinander, nämlich das ist die Gruppe, mit denen ihr Kontakt hattet. Und es lief 24 Stunden, ging es um Eva hier, Eva da. So verhält man sich nicht mit einer Frau, mit der man geschlafen hat, ja? Also für alle kleinen Jungs zu Hause. Und negativ. Es geht auch gar nicht. Jenny kann dieses Thema nicht mehr hören und sehen.
Dabei war das doch wirklich das einzige Thema im Sommerhaus, was André und Jenny überhaupt hatten. Die einzige Frage ist, warum moderiert eigentlich Georgina das Wiedersehen? Sie ist wirklich der Endboss im Trash-TV-Game. André will sich hier wirklich als Opfer inszenieren. Wenige Minuten reichen und meine Abneigung ist höher als der Pegel von Georgina und Kubi zusammen. Einfach da mal einen Schlussstrich zu ziehen, weil es nie eine Gelegenheit gab, wenn man bei Instagram blockiert ist von Jennifer. Also wenn man sich dann öffentlich auch in einem Format trifft, dann kann man es ansprechen und endlich vom Tisch kehren. Ich verstehe nicht, dass man, wenn man was auf dem Herzen hat, warum man da anderthalb Jahre für warten muss. Vor allem nachdem es... Egal was war, gibt es keine Rechtfertigung, wie diese Frau behandelt worden ist. Das Mädchen hat so geweint, jeder hat seine Probleme. Aber es gibt niemandem das Recht, mit einem Menschen so umzugehen, wie mit Eva umgegangen worden ist. Und das regt mich auf. Er hat mich zutiefst enttäuscht, weil ich das nie von ihm gedacht hätte. André, das war wirklich nicht okay, weil ich habe an dich geglaubt. Und endlich haben wir eine Antwort auf die Frage aller Fragen. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Hier. Dankeschön, Diana. Ich hätte mir gewünscht, dass du dich jetzt dahingestellt hättest und gesagt hättest, weil du eigentlich schon ein guter Mensch bist, dass du gesagt hättest, Eva, es tut mir leid, das war echt scheiße. Ich finde es halt blöd, wenn wir jetzt hier alle so weitermachen, wie das in dem Sommerhaus gelaufen ist. Weil das ist nicht in Ordnung, was in diesem Laden lief. Echt nicht. Lern doch daraus, werd ein besserer Mensch oder so. Oder so, geil. Unsere Georgina ist einfach wirklich die Trash-TV-Queen. Und Diana, ganz eindeutig das Gewissen des Trash-TVs. Ich würde sagen, RTL sollte sie genau hier als Gewissen festanstellen, haben sie sehr nötig. Klar. Und denkst du denn, dass es gut war oder dass es nicht gut war? Hast du da jetzt eine Meinung über dich selbst? Wie gesagt, man muss zu den Dingen stehen, die gesagt wurden und die man auch getan hat. Und natürlich habe ich mich da auch selber am Bildschirm manchmal nicht wiedererkannt. Wir hatten auch super viele spaßige Momente im Haus, aber die sieht man nicht. Mit wem hattet ihr denn diese spaßigen Momente? Genau. Hattet ihr die mit Eva mit und wem? Chris? Das war sauspaßig. Ja. Uns hat's richtig Spaß gemacht. Auf welche Kosten war der Spaß? Danke, unser Team Spirit nagelt die so fest, wie sie das von ihrem Kumpel da von vor ein paar tausend Jahren kennen. Aber das Allerbeste kommt tatsächlich vom RTL-Unterhaltungschef. Er schließt nämlich aus, dass es ein Format mit unseren Mobbern gibt. Und es heißt weiter, das war richtig, richtig krasses Mobbing und das war auch nicht gut für die Sendung und auch schlecht für die Quote. RTL war das Ganze zu hart und sie wünschen sich für das kommende Jahr wieder eine bessere Staffel mit mehr Spaß. Ich glaube, das würden wir alle unterschreiben, oder? Sagen wir eine Tage, es ist eine Show, es geht um Quoten. Die Quoten haben wir, glaube ich, alle gebracht. So, die Show ist sehr erfolgreich gewesen. Ja. Auf welche Kosten Quoten? Mich verarschen? Das hat nichts mit Kosten zu tun, das ist eine Show. Na, was, natürlich. Auf meine Kosten. Du kannst doch nicht Leute fertig machen, wenn du eine Quote was für willst, Quoten, Mann. Alter. Und dann sagst du zu ihr, sie sollte es nicht an die große Glocke hängen und jetzt sagst du, es war nur eine Show und ich wollte es, und dann sagst du, also bitte. Irgendwie bereitet es mir leider eine sehr, sehr große Freude, dass er sich ein immer tieferes Loch gräbt. Er hat jetzt wirklich wochenlang Zeit, auf sich beraten zu lassen, wie er aus dieser Nummer rauskommt. Und seine Entschuldigung dafür ist eine quotenstarke Sendung. Wow. Ey. Und nicht vergessen, ohne André hätten wir die Kombination aus Lisha und Georgina im Sommerhaus noch viel, viel länger gehabt. Er hat alles kaputt gemacht. Ich weiß einfach, dass verbal auf eine verbale Art und Weise es einfach nicht möglich war, mit den Leuten zu reden. Es wurde irgendwie immer von allen Seiten geschrien. Wenn ihr meint, dass das Richtige ist, dass die Leute euch so sehen sollen, ja, dann bitte wenn schön. Wenn du ein richtiger Mann wärst, er ist warte ein ganz richtiger kurz, Mann lass und mich Eva ganz kurz, solche bitte. Sachen an lass sie doch erstmal lass mich auch ganz kurz was sagen. Sachlich, wenn du bitte. Ein richtiger Mann wärst, dann hätte keiner deiner Frau auch nur ein Haar gekrümmt. Weißt du, was mein Mann gemacht hätte, wenn jemand mich irgendwie beleidigen würde? Es ist mir scheißegal. Chris hat Eva immer den Rücken gestärkt, war für sie da und hat sie in allem unterstützt. Und er war nie aggressiv. Was genau ist bitte eurer Meinung nach ein richtiger Mann? Ah, natürlich, richtige Männer können natürlich sehr gute Komplimente geben. Oder warte, du bist schöner als der Mond? Ja, passt natürlich sehr gut, wenn man so ein von OPs und Hass zerfressenes Gesicht hat wie die Lisha. Und wie war das beim Rhein-Weiner-Spiel einschenken? Wie war das, wo ihr dann gesagt habt, alles Lisha? Was war das für eine Aktion? Na und, sind wir deswegen wie jetzt schlechtere und? Menschen oder na und, ah, okay, eure Regeln. Eure Regeln, nur ihr zählt. Du bist zu Lou gegangen und hast zu ihm gesagt, er soll uns rauswählen und er soll ja an DSDS denken. Hast ja, du und wie gemacht, oft habt ihr das gemacht? Wir haben es nicht einmal gemacht. Zeig uns eine Szene, wo wir jemanden versucht haben zu manipulieren, jemand anders rauszuwählen. Du kriegst von mir 100 Euro, wirklich. Unsere Möbelhaus-Sängerin bietet wirklich 100 Euro an. Gottes Willen, wenn das schief geht, steckt sie ja mitten in der Privatinsolvenz bei ihrem Erfolg. Aber wenn wir uns jetzt wirklich Szenen anschauen wollen, in denen du mobbst oder manipulierst, müssen wir uns ja die gesamte Staffel anschauen. Machen wir natürlich. Hier verlinke ich euch die Playlist, weil das passiert ja überall. Krass, Tim, da kommst du auch mit ins Spiel. Also wie du über Eva hergezogen bist, Ratte und ekelhaft und Miststück. Also da sind ja wirklich viele, viele Schimpfwörter gefallen.
wo man sich denkt, warum... Aggressives Arschloch ist natürlich kein Schimpfwort, nö, klar. Aber wenn eine Person... eine Reaktion, tut mir leid. Und das war nun mal wirklich chronologisch, das allererste, was gekommen ist. Dein Freund ist ein aggressives Arschloch. Sorry, aber Tim ist schon vorher ausgeartet in einer Nominierung. Ja, also daher kommt das mit dem aggressiv. Und wenn er nun mal aggressiv ist, dann ist er das, aber nicht mein Problem. Also ihr reflektiert euch ja nicht mal nach den ganzen Folgen, die ihr gesehen habt. Annemarie Eifert war jetzt über Jahre verschwunden von der Bildfläche. Bitte, lieber Gott, macht, dass das wieder genauso wird. Also ganz ist die Frage nicht geklärt, ob unsere Moderatorin Angie Fingererben hier einen Gefahrenzuschlag bekommt für ihre äußerst kritischen Nachfragen. Sollte sie die jedenfalls schon mal nicht erhalten. Zig andere Aktionen, die da drin passiert sind. Ich bin ein Mensch, ich messe mich nicht an meinen Followern. Ich werde darüber, du machst dich darüber lustig, weil ich 50.000 Follower habe. Ich messe mich an menschlichen Werten und an meinem Mitmenschen und an das, was mir wichtig ist, aber ich messe mich doch nicht an meinen Followern. Und das oder Beleidigung oder Auslachen oder sich vom Tisch wegsetzen, das hat doch nichts mit der Vergangenheit zu tun. Eines muss man tatsächlich sagen, die Pharos haben sich nicht an dieser Follower-Kaufaktion beteiligt. Lisa, ist schon auch echt eine heftige Taktik, dann zu sagen, ich wickel sie um den Finger und dann schön hinten rein mit dem Messer, das ist schon eine miese Nummer. Ich freue mich sehr, dass Lisha und ich uns gut verstehen. Für mich ist es sehr schwer, diese Taktik durchzuziehen. Ich habe innerlich wirklich so ein Upturn auf Eva. Auf jeden Fall. Aber ich habe sie offen dargelegt. Und das ist ein Spiel und ich brauche eine Taktik. Und nachdem sie André rausgepfeffert hat, war ich so voller Hass, weil das so ekelhaft passiert ist, finde ich. Nur nochmal, ne? Also bei Lisha ist das alles völlig in Ordnung, weil es ein Spiel ist. Aber wenn unsere Eva den André rausschmeißt, weil es ja auch ein Spiel ist, dann ist das richtig ekelhaft. Alles klar. Immerhin haben wir jetzt eine Erklärung, warum ihre Haut so schlecht ist. Sie hat ja ein Kreuz umhängen, da reagiert ihre Haut natürlich allergisch. Das müsste schon andersrum hängen, damit der Körper das nicht so abstößt. Ich finde, ich war der schlimmste Bewohner zu Eva, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, André war ihr gegenüber nicht so fies wie ich. Aber Eva hat vielleicht gedacht, dass ihr Freundinnen werden könnte. Glaube ich nicht. Sie ist... Da war es ja noch nicht so weit. Ja, ich, da war es ja noch nicht so weit. Und doch, sie hat das schon durchschaut. Sie hat nie daran geglaubt, dass wir Freunde werden könnten. So sehen also die Haare ohne Kooperation aus. Das ist billig. Billig! Eva hat also die falsche Person rausgeworfen. Sie hätte wirklich jeden rauswerfen können. Es wäre immer eine falsche Person gewesen. Du hast sogar noch in der vorletzten Sendung noch gesagt, ja, du bist ja nur hier, weil du den Bachelor irgendwie im Bett hattest. Ich hatte das Gefühl, dass ihr mit diesem Thema immer wieder anfangt. Sie hat Iris direkt geschnappt, wo sie reinkam, hat es ihr erzählt, Diana hat sie erzählt. Nein, nein, ich habe gefragt. Kann ich ganz kurz, ihr könnt gleich. Nein, 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 ihr könnt gleich. Peter, ihr könnt gleich, alles cool. Iris hat sie darauf angesprochen. Lass mich doch bitte ausreden. Sie hat es nicht von sich, erzähl's richtig. Das stimmt einfach nicht. Du kannst doch gleich reden. Wer möchte jetzt was sagen? Lou, jetzt sagst du erst mal was. Richtig. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest. Was habe ich denn gerade gesagt? Oh, ganz ehrlich, das Verhalten von unserem Team-Manipulation ist einfach... peinlich des Todes. Kann es eigentlich sein, dass Lou und Lisha zu Schulzeiten wirklich ziemlich oft Kreide holen waren? Denen fehlt ja wirklich alles. Egal, wie sich Eva im Haus verhalten hat, es war immer irgendwie falsch. Natürlich waren wir oft negativ eingestellt auf Eva, gar keine Frage. Aber wir haben auch oft Chris und Eva eine Chance gegeben. Ich muss sprechen. Weißt du, was mir mega leid tut? Die Aktion bei dir beim Essen. Dass du gesagt hast, pass auf, wir können streiten, alles, aber wir essen zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist ja dann André gleich zu dir hergekommen und meinte so, ja, schön die Ansprache, aber nicht mit mir, ich werde mich da nicht an den Tisch irgendwie setzen. Nur für mich sind hier nicht alle am Tisch derselben Meinung. Deswegen habe ich gesagt, da kannst du dir das in diesem Sinne auch sparen. Aber ich habe es halt nicht für wirklich voll empfunden von jedem da am Tisch und deswegen habe ich mich so geäußert. Ob Kubi zum Abschluss nicht einfach nochmal ein zweites Mal spucken könnte? Warum nicht, ne? Sehr gut, dass die Pharos einfach so überhaupt keine Relevanz haben und noch nicht mal interviewt werden. Also wie im echten Leben. Als André dann draußen war, dann hast ja du gesagt, Lisha, wir müssen so und so handeln. Das hat André gesagt. Also du hast ja wirklich noch irgendwie an die Ansprachen von André irgendwie gedacht. Hast du dich von ihm da so, ich sag jetzt mal, manipulieren lassen? Diese Frage zu beantworten ist schwer, weil ich eigentlich auch niemandem in den Rücken fallen will. Pause, Pause, Pause. Lisha musste halt ganz kurz überlegen, was RTL und die Werbepartner von ihr hören wollten. Oder sie hat da natürlich eine Erleuchtung. Lügen! Oh Mann, ich hab die 10 Gebote im Kopf. Ja, ich weiß. Lügen ist das erste Gebot, das ihr einfällt. Passt sehr gut. Wenn wir jetzt alle hier sitzen und sagen, wir wurden nicht manipuliert, dann sind wir alle Lügner. Ich hab
ja erst beim Zuschauen gesehen, was André danach zu ihm gesagt hat. Und das hat mir mein Herz gebrochen. Oder es gab auch eine Situation, da habe ich Iris und Peter komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, die sitzen bei uns, weil sie uns was vorspielen wollen. Und dann sehe ich, wie André am Morgen zu ihr gesagt hat, nimm doch mal deine Frau an die Hand. Und André hätte in dem Moment sagen können, hey Lisha, ich habe ihr das gesagt. Da rede ich auch niemanden, den ich mag, gut, weil es waren Sachen, die waren scheiße. Ganz kurze Frage, aber hatte Lisha während der vergangenen Wochen durchgehend Bio-Unterricht? Biologieunterricht? Ich glaube, wo der lief, war ich im Solarium. Das L in Lisha steht jedenfalls offensichtlich für Leder, zumindest laut Gesicht und Dekolleté. Ich habe ein Aggressionsproblem, dazu stehe ich auch. Ich glaube, ohne dieses Aggressionsproblem hätte ich es auch nicht geschafft, groß zu werden, da, wo ich groß geworden bin. Halt doch noch eine Runde. Wir haben alle durch die Bank weg und jetzt kann sich keiner rausnehmen, irgendeinen Scheiß gebaut da in diesem Haus. Ich glaube, es ist einfach vieles zu weit gegangen, definitiv. Karos Haare, Lishas Make-up, oh, das ist ja so schön auswendig gelernt, wie sie einfach versucht, ihren Allerwertesten zu retten. War ja schon auch heftig, ihr habt bei Instagram eigentlich alles blockiert, die Kommentarfunktion. Könnt ihr da die Vorwürfe so ein bisschen verstehen? Ich glaube, hier gab es fast keinen, der dann nicht irgendwie seine Kommentarfunktion einschränken musste, weil einfach wirklich so viel Negatives auf jedes Profil eingeprasselt ist. Und deswegen haben wir uns dann auch entschlossen, da einfach den Stecker zu ziehen. Ich fand das wirklich einfach nur ganz, ganz schlimm, was da abging. Das müssen wir uns auch wirklich nicht antun. Ganz wichtig, dass unser Team Mobbing hier am Ende nochmal die Möglichkeit bekommt, hier einen auf Mitleidstour zu machen. Wie viele Vorlagen für eine mögliche Entschuldigung soll er eigentlich noch bekommen? Er ignoriert sie einfach alle. Er kann gar nicht genügend Werbepartner verlieren. Unglaublich. Wir haben es eigentlich auch nur gemacht, weil wir für einen guten Zweck rein sind. Wir wollten was Gutes unterstützen. Ja. Wir wollten ein Jugendzentrum unterstützen, damit einfach Werte einfach in dieser Gesellschaft leben können. Ja. Und dafür wollten wir reingehen. Das ist doch eine super Sache. Wollen wir alle jetzt aufzählen, was wir so karikativ unterstützen? Hä, das ist doch voll geil, dass ihr das spendet. Ganz ehrlich, das finde ich, sollte man nicht niedermachen. Hashtag Anzeige. Das wäre auf jeden Fall mal was für ihren Friseur. Tja, also die beste Karikatur ist auf jeden Fall ihr hässlicher Pony. Oh, Annemarie drückt sich da im Auge rum. Es wollen einfach keine Fake-Tränen kommen. Ärgerlich. Ich fand's, sage ich echt so, größtenteils echt sehr lustig. Wir haben uns gegenseitig geschminkt, wir haben gekocht, wir haben die Drecksbude da auf Vordermann gebracht. Ich finde es Wahnsinn, dass man einfach nicht reflektieren kann, was da tatsächlich drin passiert ist. Und ich rücke mich auch auf gar keinen Fall in eine Opferrolle, weil ich habe mich dieser ganzen Situation gestellt. Wenn es unsere Moderatorin schon nicht schafft, Leute, Mobbing ist einfach richtig, richtig scheiße und das sollte niemals irgendjemand zulassen. Eva ist garantiert kein Unschuldslamm, aber ganz ehrlich, wenn sich so eine komplette Truppe gegen wenige verbündet, das geht einfach überhaupt gar nicht. Was? Der Star der Sendung, unser Showgirl Annemarie hatte ja so wenig Sendezeit. Jetzt konnte sie ja gar nicht ihren Hit singen. Naja, warte ich halt doch auf Dienstagmorgen bei Möbel Höffner in der Restpostenabteilung. Wie hat euch das Wiedersehen gefallen? Was war da wohl los, dass die so wenig gezeigt haben? Zum Beispiel das mit der Voodoo-Puppe kam mir überhaupt nicht vor. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir feiern alle Queen Georgina, oder? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier gibt es das große Finale. Und hier sehen wir natürlich wieder, dass unsere Lisha eigentlich eine ganz, ganz gute ist. Nicht. Wenn ihr Bock auf mehr Trash habt, hier gibt's die Bachelorette. Das ist auch wirklich unfassbar cringig, aber auf keinen Fall so negativ. Deswegen klickt rein und erholt euch. Die ganze Folge verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Ganz viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.